Hey Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie man ein Avocado richtig schält und zusätzlich noch, wie man Avocadobäume selber züchtet. Was wir dafür benötigen, ist natürlich die Avocado selber, ein Messer, einen kleinen Behälter und einige Zahnstocher. Wir starten, indem wir die Avocado längs herum bis zum Kern einschneiden. Perfekt, jetzt können wir die zwei Hälften in die entgegengesetzte Richtung drehen und voneinander trennen. Und schon ist der Kern der Avocado sichtbar. Um diesen nun zu entfernen, solltet ihr auf keinen Fall die Finger benutzen, denn die Frucht und der Kern sind sehr glitschig, sodass ihr nur eure Hände dreckig machen würdet und im schlimmsten Fall sogar den Boden oder den Küchentisch. Der einfachste Weg ist, wenn ihr das Messer einfach in den Kern schlägt. Da die Schale des Kerns nicht so fest ist, bleibt das Messer sehr leicht stecken. Wenn ihr das Messer anschließend nach rechts oder links dreht, löst sich der Kern vom Fruchtfleisch der Avocado und kann entfernt werden. Übrig bleibt eine leckere Avocado ohne Kern. An das Fruchtfleisch kommt ihr übrigens ganz einfach mit einem Löffel. Schmeißt den Kern nicht weg, da wir diesen benötigen, um einen Avocadobaum selber zu pflanzen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Kern, wie ich auch, kurz mit warmem Wasser abspülen, damit dieser schön sauber ist. Jetzt nehmen wir uns einen Behälter und die Zahnstocher zur Hand. Haltet die spitze Seite des Kerns nach oben und die runde nach unten. Anschließend können wir die Zahnstocher in den Kern stechen. Wichtig ist, dass der Kern nicht auf dem Boden des Behälters aufliegt, da der Keimling nach oben und nach unten aus dem Kern wachsen wird. Wenn das Ganze dann bei euch so aussieht und ihr insgesamt 4 Zahnstocher für einen besseren Halt verwendet habt, habt ihr alles richtig gemacht. Anschließend gießen wir etwas Wasser in den Behälter. Wichtig ist, dass der halbe Kern mit Wasser bedeckt ist. Es dauert jetzt ca. 8 Wochen, bis der Keimling die Schale aufbricht. Erst dann kann man ihn in einen Blumentopf mit Anzuchterde umpflanzen. Bis der Avocadobaum jedoch Früchte trägt, kann es zwischen 8 und 15 Jahren dauern. Nichtsdestotrotz lohnt es sich. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen zweiten Teil sehen wollt, in dem ich euch auch das Umpflanzen zeige und einige weitere Tipps zur Avocado gebe, dann liked und kommentiert das Video. Ansonsten bedanke ich mich für euren Klick und das Abo, wenn ihr meinen Kanal denn abonniert habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!